Die Altstädter Gottesdienstreform 1523-1524. So ist das zweite Altstädter Gespräch überschrieben, welches am 1.11. in der Kirche St. Johannes Baptist in Altstädt stattfand. Diese Gesprächsreihe greift bis 2025 zum Münzer- und Bauernkriegsgedenken, Themen rund um den Reformator, auf. Thomas Münzer war es, der 1523 erstmals überhaupt Gottesdienste in deutscher Sprache feierte. Zuvor wurden diese ausschließlich in Latein zelebriert und waren so für den gemeinen Mann eher Zauberformeln als verständliche Handlungen. In einer Podiumsdiskussion griffen Professor Dr. Jörg Seiler, Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, Andreas Berger, Superintendent des Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda, Janine Wenschuh, Laienvertreterin und Leiterin der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz, unter der Leitung von Uli Wittstock das Thema Kirchenreformation auf und begaben sich dabei auch auf die Suche nach Parallelen zum Heute. Früher, also das eine sagten das Abendmahl das Wichtigste, dann war das in der lutherischen eher die Predigt, und heute geht es vor allem um auch persönliche Segnung, Zuspruch. Also volle Kirchen hatten wir in letzter Zeit, wo es zum Beispiel Segnungsgottesdienst für Verliebte zum Valentinstag gab oder jetzt, also ein persönlicher Zuspruch. Und wir merken, da ändert sich was. Wir können sagen, wir gehen wieder ein Stück zurück. Damals war die Liturgie geheimnisvoll, aber jetzt geht es die persönliche Zusprache. Mir wird der Segen zugesprochen. Und da geht es gar nicht so sehr, ob das eine intellektuell richtige Predigt ist. Also erleben wir gerade, dass das ein ganz starkes Bedürfnis ist. Aber ich glaube, wir müssen das schaffen, in Gottesdiensten beispielsweise Menschen zu unterhalten, indem wir sie beteiligen, ihnen das Gefühl geben, sie haben eine Selbstwirksamkeit. Ich finde immer Gottesdienste am schönsten, wo ganz viel passiert. Wir beklagen ja diese furchtbare Diskussionsqualität in digitalen Medien, die ja von vielen dann auch deswegen als unsoziale Medien bezeichnet werden. Aber wenn man jetzt mal in diese Reformationszeit schaut, hat man fast den Eindruck, naja, die waren viel härter drauf, oder? Ja, die waren härter drauf, aber die haben natürlich eine geringere Reichweite dennoch gehabt. Also soziale Medien erreichen heute wirklich jeden. Damals musste man immerhin noch lesen können. Oder man hat sich vorgelesen, also auch in der Familie ist das dann vorgelesen worden, auf dem Marktplatz. Ich würde auch Münzer, ich gehe mal die Frage weiter, ich würde dem lieben Münzer sagen, die Liturgie interessiert mich sehr, sing doch mal vor, wie du es gern hören wolltest, aber ich habe enorme Probleme mit charismatischen Menschen, die noch dazu irgendwie meinen, die Wahrheit zu haben. Und da Münzer war jemand, der ganz klar von seiner Wahrheit überzeugt war, ob es jetzt dann digital verbreitet wird oder nicht. Das digitale Verbreiten hat das Problem, dass man ihn weniger befragen kann, hör doch mal zu, immer so zu tun, wie wenn du alles besser wissen würdest.